Eltona Ausrichtung. Willkommen zu Rosyard Eltona. Alle Fallen, Flakmarkierungen von Norfolk Saffron werden für eine besondere Ausstellung vorbereitet. Die letzten beiden sind gerade eingetroffen und wir brauchen sie, um sie zusammen mit den anderen auszustellen. Alle Lokomotiven sind einsatzbereit. Sobald sie zusammen sind, können sie zur Ausstellung ins Eltona Museum gebracht werden. Und damit, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zurück in Transim World 3 zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise und ich begrüße euch heute zu einer neuen DLC oder genauer gesagt einer neuen Add-on-Vorstellung. Und dieses Add-on, was ich euch heute zeige, das hat einen sehr langen Namen. Es heißt Norfolk Saffron Heritage Livery Collection. Dabei handelt es sich um ein gewissermaßen Add-on für ein vorhandenes DLC, also eine Erweiterung für die amerikanische Strecke Harshaw Curve. Das ist eine der amerikanischen Güterzugstrecken, die es für TSW 3 gibt. Und da ist auch diese Lokomotive ES64AC enthalten. Und für diese Lokomotive gibt es mit diesem DLC insgesamt 9 neue Lackierungen. Zwei dieser Lackierungen, die sehen wir jetzt hier schon und die anderen werden wir im Verlauf dieses kurzen Szenarios auch zu sehen bekommen. Außerdem gibt es 6 neue Szenarien. Ja, und wir spielen eines dieser 6 neuen Szenarien, das kürzeste mit knapp 20 Minuten. Und wie gerade vorgelesen, es findet hier ein Event hier in Eltona statt. Und im Rahmen dieses Events, sollen halt diese Lokomotiven mit den verschiedenen Lackierungen ausgestellt werden. Und die, wir müssen jetzt halt diese Lokomotive zusammenstellen und eben in das Museum von Eltona bringen. Fahren Sie über das Signal 235-6 hinaus bis zur 7th Street Bridge. Von dort aus müssen Sie die Richtung ändern und über die Hauptstrecken bis zum Ginita Works fahren. Die Geschwindigkeitsbegrenzung beträgt durchgehend 15 Meilen pro Stunde. So, die Lokomotive scheint also schon soweit aufgerüstet zu sein. Lediglich Richtungswende auf vorwärts. Dann lösen wir die unabhängige Bremse. Und dann können wir uns im Prinzip mit der Lokomotive hier schon in Bewegung setzen. Ja, wir sind heute ausschließlich im Bahnhof, im Rangierbahnhof von Eltona unterwegs. Ich schalte jetzt mal das Leutwerk aus, weil sich dann doch einige dann irgendwie genervt fühlen. In der Realität ist das wohl in Amerika so, dass die Züge gerade beim Rangieren eben vehement dieses Leutwerk, die Glocke anhaben. Aber jetzt hier für die Fahrt lasse ich das einfach mal aus. So, also die Strecke Harshaw Curve ist wie erwähnt eine der amerikanischen Güterzugstrecken. Die ist ursprünglich damals für TSW 2 erschienen und konnte dann wie fast alle anderen Strecken auch in TSW 3 übernommen werden. Aber sie verfügt halt nicht über diese neuen TSW 3 Features. Die Strecke befindet sich im US-Bundesstaat Pennsylvania und verbindet die Orte Jonestown mit und Eltona. Außerdem ist noch der Abzweig nach Windbier enthalten. Und das Besondere an dieser Strecke ist halt die sogenannte Harshaw Curve, auf Deutsch gesagt Hufeisenkurve. Das ist so ein ganz bestimmter Punkt an der Strecke, eine Kurve, die wirklich wie so ein Hufeisen aussieht. Und diese Kurve, das ist halt so ein richtiges, es ist halt das Highlight an dieser Strecke und das ist auch in echt wohl ein sehr ganz beliebter Aussichtspunkt, gerade bei Eisenbahnfans in den USA. Und ja, die Strecke, wie gesagt, ist, glaube ich, im Jahr 2022 für das damalige TSW 2 rausgekommen. Und wie gesagt, es geht hier rein um Güterverkehr. Also es gibt hier keine Möglichkeit, Personenzüge zu fahren, sondern hier geht es rein um den Güterverkehr auf dieser Strecke. So, denken Sie daran, hier die Richtung zu ändern, um die Hauptstrecke zu überqueren. So, dann schauen wir auch nochmal, ob die Weichen korrekt gestellt sind. Und das sind sie. Also wir wechseln jetzt die Fahrtrichtung und setzen nun mit unserer Lokomotive zurück, lösen die Bremse und dann können wir wieder zurücksetzen zum nächsten Punkt. So, also, wie gesagt, Harshaw Curve, das ist die Strecke, auf der wir uns befinden. Das ist ein DLC für TSW 3, das war auch nie in irgendeinem Bündel enthalten. Und dieses Lackierungs-DLC, dieses Norfolk Saffron, ich soll das also nicht Saffron, sondern Saffron aussprechen, hat mir jemand geschrieben, mache ich ja natürlich gerne. Dieses DLC ist halt, also dieses Add-on, dieses Lackierungs-Add-on, wo wir jetzt hier die beiden Lackierungen sehen, das ist halt eine Erweiterung für dieses DLC. Also ihr müsst dieses DLC besitzen, damit ihr eben diese Lackierungen, also diese Lokomotiven auch nutzen könnt und die Szenarien spielen könnt. Ja. So, also hier sehen wir die erste dieser Lackierungen
Safford, dann sehen wir hier eine weitere Lackierung, Pennsylvania. Ich glaube, das sind so Lackierungen der Lokomotiven, wie die so in den 1980er Jahren so rumgefahren sind, soweit ich das gelesen habe. Und die anderen Lackierungen, wie gesagt, die werden wir nun auch gleich zu sehen bekommen. So, wir fahren ja gemütlich mit 15, 16 Meilen pro Stunde durch den Rangierbahnhof. Wir müssen jetzt ein bisschen mal die Bremse eigentlich schon wieder anlegen. Jetzt werden wir zu schnell, denn ihr seht es ja selber, es ist ein bisschen abschüssig. Hier sehen wir auch verschiedene Güterwagen, die bei der Strecke enthalten sind. Wie gesagt, es ist halt eine der klassischen amerikanischen Güterzugstrecken, wo es darum geht, lange, schwere Güterzüge über eben einen Gebirgspass zu bringen. Das ist das gleiche wie bei einem Cajun-Pass oder wie dem der Sandpatch Quaid-Strecke. Übrigens, Sandpatch Quaid liegt genauso wie die Horseshoe Curve ebenfalls im US-Bundesstaat Pennsylvania, also eine sehr bewaldete Gegend. Die westlichen Strecken, zum Beispiel Cajun Pass oder Sherman Hill oder die andere Strecke, wo man diese Stängelstrecke darunter fährt, ich komme gerade nicht auf den Namen, Cayenne Pass, ich weiß es nicht, nee, Cajun Pass war es nicht. Es war auch nicht Sherman Hill, sondern da gibt es noch eine dritte Strecke, die im Westen liegen, der USA liegen. Und diese Strecken, die sind dann wiederum eher in Wüstengegenden, wo wirklich nichts ringsum ist, außer vielleicht mal ein paar Felsen. So, hier hat plötzlich das Wetter umgeschlagen. Im ersten Probeversuch ist das Wetter hier konstant geblieben. Also ist natürlich jetzt nicht das allerbeste Wetter für eben eine Museumsausstellung der Züge. Das ist natürlich sehr, sehr schade. So, aber trotzdem werden wir hier unseren Auftrag erfüllen. Ja, ich finde das auch im Rückwärtsfahren nicht schlecht, wenn man sich so ein bisschen auf dem Dach dieser Lokomotiven positioniert. Hier drüben sehen wir auch die Lokomotiven, diese Standardlackierung der Lokomotiven, die hier bei diesem DLC enthalten sind. Diese Standardlackierung von Norfolk Southern. Außerdem gibt es neben dieser modernen, oder ich sag mal fast modernen AC-Lokomotive, da gibt es noch die GP38 noch, die dann hier so für den Rangierdienst und so weiter eingesetzt wird auf dieser Strecke. Aber wie gesagt, in diesem DLC enthalten sind, also in diesem Lackierungs-DLC, sind lediglich die neuen Lackierungen für diese Lokomotive enthalten. Das ist auch nur für diese ES44AC. Aber es gibt jetzt direkt keine neuen Züge oder sowas, was jetzt hier mitgeliefert wird. So, ich glaube, wir müssen vor der Weiche anhalten hier. Das schaffen wir nicht. Das ist natürlich mega schlecht. So, vergewissern Sie sich zunächst, dass alle Weichen so eingestellt sind, dass die Lokomotiven, dass wir da hinfahren können. So, ja, die Weiche ist zum Glück korrekt gestellt. Sonst hätten wir nämlich hier zurücksetzen müssen. Die ist korrekt. Die ist richtig. Nee. Die ist falsch. Kann ich die stellen? Ja, die kann ich noch stellen. Da haben wir auch wirklich Glück gehabt, dass wir die noch stellen konnten. So, die ist richtig. Die ist richtig. Die ist aber falsch. Die muss auch richtig gestellt werden. So, und dann sollen wir, glaube ich, hier diese Lokomotiven ankuppeln. Das sind nämlich die restlichen neuen Lackierungen. So, jetzt aber. Bremse lösen. Und dann kann die Fahrt zu diesen Lokomotiven beginnen. Wie gesagt, das ist ein ganz kurzes Rangierszenario. Das ist das, was mir an diesem DLC hier gefällt. Dass man nicht immer so eine extrem langen Szenarien hier hat, sondern dass es hier eben auch zwei sehr kurze Szenarien gibt. Dieses soll offiziell 20 Minuten dauern. Das andere, da gibt es noch eins, was 25 Minuten dauert. Und oft ist es ja bei diesen Güterzugstrecken so, dass da meistens sehr lange Szenarien sind, weil die Züge natürlich nicht so schnell fahren dürfen und diese Strecken dann auch eine gewisse Länge haben. Also die Güterzugstrecken sind mit die längsten Strecken, die es für TSW gibt. Also abgesehen jetzt mal von Kassel-Würzburg sind diese meisten Güterzugstrecken wirklich mit die längsten, die es aktuell gibt. Zum Beispiel diese Strecke hier hat eine Länge von 40, Gesamtlänge von 40 Meilen, also diese beiden Streckenabschnitte zusammengezählt. So, und wir bauen hier gleich einen großen Unfall. Ah ja, ja, aber das passt. So, okay, hat zum Glück geklappt. So, alle Lokomotiven sind jetzt beieinander. Die Sonderausstellung findet gegenüber dem Altoona Betriebswerk auf dem Eingangsgleis des Museums statt. Um dorthin zu gelangen, müssen Sie über die Hauptstrecke zurückfahren. So, okay. So, dann müssen wir uns also wieder hier hinbegeben und zurückfahren. Also das Ganze wieder auf vorwärts stellen.
Kann auch mal die Scheiben so Schaden machen. Man hat es auch gemerkt, dass, es jetzt geregnet hat. So, hier ist alles soweit korrekt eingestellt. Wo sollen wir denn hin? Das ist ein ganz schönes Stück. Und hier vorne sollen wir die, Lokomotiven ausstellen. Okay. So, Preis für dieses DLC, das sind 11,99 €. Wie gesagt, 9 neue Lackierungen und 6 neue Szenarien für die Strecke. Ich bin auch ganz ehrlich, es spricht halt so die spezielle Güterzug-Community halt an. Also wer da Spaß an diesen Güterzügen hat und ein bisschen Abwechslung möchte, neue Szenarien möchte, der ist ja sicherlich gut aufgehoben. Aber ansonsten, ja, also das spricht halt eben die Güterzug-Fans an, dieses DLC. So, jetzt sehen wir einmal alle neuen Lackierungen. Wie gesagt, diese kennen wir ja schon, Safran-Lackierung. Dann haben wir hier, wie gesagt, diese Pennsylvania-Lackierung. Hier sehen wir dann die Lackierung. Ja, hier sehen wir auch diese, dann diese. Also das, ist halt schön, dass man sich ja wirklich bei den Szenarien Gedanken gemacht hat, dass man wirklich alle Lackierungen auch in einem Szenario mal zu sehen bekommt. Finde ich auch echt eine tolle Sache. Und bringt ein bisschen Farbe auf diese Strecke. Sonst ist man, wie gesagt, mit diesen schwarzen Lokomotiven durch die Gegend gefahren. Aber hier sehen wir, dass wir da jetzt ein bisschen mehr Abwechslung haben. Ja, auch an euch einfach mal die Frage, wer von euch hat sich denn dieses DLC gekauft und wie gut gefällt es euch? Das könnt ihr ja ganz gern mal, wenn ihr möchtet, in die Kommentare schreiben. So, wie waren die Weichen? Waren die jetzt alle korrekt gestellt? Hier, gerade hier, müssen wir nochmal schauen. Ja, die ist richtig. Die waren ja die wichtigsten, die beiden. Die. Da kommt uns auch ein Zug entgegen. Oh, wir gehen mal runter mit der. Kommt nämlich noch ein Zug entgegen. Ist halt auch so das Besondere bei diesen amerikanischen Güterzugstrecken. Das ist nicht so vergleichen, wenn ihr auf irgendeiner europäischen Hauptstrecke einen Güterzug fahrt, sondern das ist ja hier schon echt eine ganz andere Hausnummer. Wenn ihr jetzt hier auf dieser Strecke einen Güterzug fahren wollt, denn die sind wirklich extrem lang. Ihr müsst ja sehr vorausschauend fahren, wirklich diese langen Bremswege beeinträchtigen. Und ich gebe zu, ich persönlich habe da auch noch so meine wirklich meine Probleme damit, die Bremswege wirklich so korrekt, immer korrekt, so richtig zur rechten Zeit wirklich zu versuchen, zur rechten Zeit zu bremsen mit solchen langen Zügen. Da habe ich echt persönlich noch meine Problemchen damit. Und ich fahre aber auch sehr selten diese amerikanischen Güterzüge. Ich bin halt eher ein Fan so von Personenzügen und ich mag halt, ihr habt es bestimmt auch schon gemerkt, ich mag dann halt auch eher die, Abwechslung vor allem bei den Strecken. Man mal auf einer Strecke verschiedene Züge fahren kann, also Nahverkehr, Fernverkehr, so eine Sachen halt, das ist halt so mein Highlight. Ich meine, das ist genauso eine Highspeed-Strecke, die kann genauso relativ schnell eintönig werden, wenn du wirklich nur Highspeed-Züge hast. So, hier kommt das als Anzug entgegen, während wir jetzt hier gemütlich mit 3 Meilen in Richtung des Hauptsignals rollen. Lass mal diesen Zug hier passieren lassen. Auch diese Wagen mit Doppelcontainer, die sind glaube ich auch nachträglich hier ins Spiel gekommen, sonst hatten die mal einen Container. Ich finde es ein bisschen schade, weil bei den wir hatten ja schon mal so ein Lackierungs-DLC, also im Rahmen vom Loco-Bündel 2 zum Beispiel, hatten wir das Ganze ja schon mal gehabt, Loco-Bündel 2, was zum Beispiel für die deutschen Strecken 2 neue Lackierungen gebracht hat. Ansonsten hatten wir, also da hatten wir ja wirklich einiges, was wir mittlerweile bekommen haben für die Strecken. Und ich glaube für die amerikanische Strecke Sherman Hill zum Beispiel, aber da gab es dann gleichzeitig auch ein Upgrade, dass diese Strecke die neuen TSW3-Features bekommen hat. Das ist leider jetzt hier bei der Harshow Curve leider nicht erfolgt. Finde ich persönlich ein bisschen schade. Aber das macht natürlich auch jede Menge Arbeit, diese neuen Features nachträglich einzubauen, soweit ich das gehört habe. Da müssen halt diese ganzen Lichtwerte zum Beispiel, das muss dann wohl bei jeder Lampe per Hand abgeändert werden. Das heißt, es ist dann auch eben ein enormer Aufwand. So, jetzt können wir aber erstmal wieder weiterfahren. Das Signal gibt die Fahrt frei. Jetzt muss man immerhin den Zug nicht zum Stehen bringen. Aber das schönste Wetter haben wir jetzt hier leider nicht erwischt. Es regnet in Strömen. Es regnet in Strömen. Das ist natürlich besonders schade. Gerade wenn man jetzt sich vorgenommen hat, hier zu dieser Ausstellung zu gehen. Dann haben wir so ein Wetter erwischt. So, ich mache noch ein paar Screenshots schnell nebenbei. Die dann vorteilhaft sind, ich weiß es nicht. So, und dann sind wir schon wieder viel zu schnell unterwegs. Lassen den deswegen rollen.
Ansonsten hat die Strecke schon was, wie gesagt, gerade aufgrund dieser Hufeisenkurve, die auch sehr gut dargestellt ist. Da hat das schon was und es ist halt, wie gesagt, anspruchsvoll mit diesen Güterzügen. Ja, aber ihr könnt mir eure Meinung mal zu diesem DLC schreiben, also wo ich die Ankündigung dazu gemacht habe. Da waren ja eure Meinungen, da sage ich mal, durchwachsen. Viele haben gesagt, nee, ist nicht so meins. Einige haben aber auch gesagt, ja schön, aber es ist jetzt, da ist, so habe ich zumindest den Eindruck, da ist die Nachfrage jetzt nicht so groß wie beispielsweise zu einer neuen Strecke oder zu einem komplett neuen Zug, sondern das ist halt wirklich hier eine Erweiterung wirklich für absolute Liebhaber von solchen Güterzügen, die einfach die Szenarien, die Fahrplanfahrten hier durchgespielt haben. Es sind 78 Fahrplanfahrten bei der Strecke dabei, auch die wurden nicht erweitert, aber die Loks mit den neuen Lackierungen können natürlich auch in den Fahrplanfahrten genutzt werden. Wer das eben alles schon durch hat und noch mal Lust auf die Strecke hat, kann sich das auch aufgrund der 6 neuen Szenarien kaufen. Wie gesagt, die Länge dieser Szenarien, die variiert zwischen 20 Minuten und das längste, was ich gesehen habe, ist glaube ich 1 Stunde und 30 Minuten lang. Das heißt auch da durchaus verschiedene Längen. Das gefällt mir auch mal persönlich gut, wenn nicht alle Szenarien so extrem lang sind, sondern wenn die Szenarien sich da eben auch mal so von der Länge her so ein bisschen attraktiv gestaltet sind, dass es eben halt noch kürzere Szenarien gibt oder noch längere. So, dann bringen wir also die Loks hier auf ihr Abstellgleis, auch wenn wir wahrscheinlich so viele Leute gar nicht heute hier haben werden, die sich das anschauen bei diesem Wetter, was wie das hier gerade gießt wie in Strömen. Da wird es wohl nicht ganz so viele geben, die sich das ja heute hier anschauen bei diesem Event. Schade natürlich die Textmeldung am Anfang, dass die so schnell wieder ausgeblendet wird. Deswegen musste ich die ja so extrem schnell vorlesen. Das wäre halt schön, wenn das ein bisschen noch optimiert wird, dass man da wirklich gerade bei solchen langen Texten noch etwas mehr Zeit hat. Was in den meisten Fällen mittlerweile funktioniert, aber es gibt dann eben noch die ein oder anderen Fälle, wo das leider nicht so gut funktioniert. So, das ist auch die letzte Aufgabe. Wir fahren den Zug jetzt hier zum Museum. Und dann wird er jetzt hier abgestellt. Und dann war es das. Zumindest für uns. Oh, ihr seht auch, Bremse anlegen und so, das dauert hier echt mit diesen Lokomotiven. Ihr seht selber, also ja, die brauchen. Und wir haben jetzt nicht mal Wagen, wir haben nur Lokomotiven hier am Haken. So, aber es müsste auf jeden Fall schon zählen, weil wir den gut... Gute Arbeit! Dies ist eine seltene Zusammenstellung von Lokomotiven. Sie können gerne Fotos machen, bevor Sie die Aufgabe erfüllen. Das finde ich ja echt toll, dass man darauf nochmal hingewiesen wird. Ich finde es halt nur schade, dass man das hier bei Regen gemacht hat. Oder ist das variabel bei diesem Szenario? Ich weiß es nicht. Weil das ist echt ein bisschen schade. Hier, das sieht doch genial aus. Hier sehen wir doch fast alle diese Lackierungen. Das sieht doch genial aus, oder? Findet ihr nicht? Dass man sie alle... Also das finde ich halt schon gut gewählt von der Szenario-Länge her. Oder allgemein von der Szenario-Auswahl her, dass man sich da wirklich, wie ich schon erwähnt habe, Gedanken gemacht hat und dass man eben diese kompletten Lackierungen dann auch fahren kann. So, genug Bilder gemacht. Wir können uns das Ganze ja nochmal anschauen. Hört es jetzt auf mit Regnen? Nee. Hier sehen wir sie nochmal alle. Gehen wir einmal hin nach hinten. Also wie gesagt, das sind alle Lackierungen, die sind alle in dieser kleinen Erweiterung enthalten. Alles Lackierungen, wohl so 80er, 90er Jahre. So, hört es jetzt auf mit Regnen? Also irgendwie spielt das Wetter ja gerade echt ein bisschen verrückt bei diesem Spiel. So, schauen wir uns das Ganze nochmal an. Aber jetzt geht's nun auch für uns. Oh, jetzt klart's gerade wieder auf. Jetzt hört's auf zu regnen. Oder fast auf. Natürlich wieder auch bessere Lichtverhältnisse. Wird doch noch sein oder andere Bild machen. Aber ist schon schön. Ist auch ein schönes Szenario, muss ich sagen. Schnell durchgespielt. Aber da könnt ihr mir ja auch die Meinung so. Aber jetzt, werden wir erstmal unseren Zug abrüsten. Richtungswende auf neutral setzen. Die, was soll auf die neutrale Position? Die Bremse, okay. Und das machen wir aus. Die Lichter machen wir ebenfalls aus.
So. Ist das? Ist die Lok schon ab? Nee, die ist noch nicht in Richtungswender, soll entfernt werden. Okay. Jetzt ist er raus. So, drücken Sie den Motorstartknopf. Was schön, dann rüsten wir die Lok mal ab. Steigen Sie aus, um die Arbeit zu beenden. Und da sollen wir jetzt hingehen. Jetzt schickt uns das Spiel noch in den Regen raus. So, na dann mach's gut. Jetzt hast du gemerkt, dass da noch einer sitzt. So. Tür zu. Okay, die Schienen glänzen. Das ist echt schräg. So, steigen wir ab. Sehen so nochmal hier unsere schöne Lokomotivauswahl. Und dann gehen wir zum Punkt. Und drehen uns noch einmal um. Ach, schaut mal, hier sind sogar alte Passagierwagen ausgestellt. Das sind, glaube ich, so alte Pullman-Wagen. Wenn ich das so richtig sehe, die ja früher in den USA rumgefahren sind. Könnt ihr mal gucken, was hier noch so ausgestellt ist. Wie gesagt, ich bin die allermeisten Strecken ja auch nicht vollständig abgefahren. Ja. Was halt nur so fehlt, sind so amerikanische Dampflokomotiven. So eine Strecke, die auch so ein bisschen in der Dampflokzeit spielt. Das wäre auch nochmal genial, wenn sowas kommt. Ist auch so richtig sowas mit dem Big Boy oder sowas. Gibt es ja, glaube ich, für den Train Simulator Classic. Hier sind auch weitere Personenwagen ausgestellt. Ist eigentlich schade. Wieso kann man eigentlich nicht in das Museum reingehen? Das ist echt ein bisschen schade. Kann man das nicht begehen? Dass man dort einfach mal die... sich da umschaut. Dass wir einfach so einen kleinen Rundgang machen. Hier drüben sehen wir übrigens den Personenbahnhof von Altoona. Wobei der wahrscheinlich nicht mehr in Betrieb ist. Oder wenn dann nur für betriebliche Zwecke genutzt wird. Vielleicht hält dort mal ein oder zweimal ein Amtrak. Keine Ahnung. So, wir beenden das jetzt aber noch nicht. Wir gucken mal, ob wir in das Eisenbahnmuseum gehen können. Aber wir können nicht. Ich glaube, wir konnten das ja nicht. Oder? Ne, wieso? Das ist echt schade. Das ist wirklich schade, dass das nicht geht. Gut, dann werden wir das Szenario eben beenden. So, und werden die Auswertung sehen. Wir waren leider manchmal ein bisschen zu schnell unterwegs. Gespielt haben wir 22 Minuten. Wir kriegen Silber, weil wir wahrscheinlich zu oft zu schnell unterwegs waren. Und eine Zeit gelassen haben, keine Ahnung. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. Ja, und das war unser erster Einblick in das Norfolk Southern Heritage Livery Collection Add-on oder DLC. Und ja, also es bringt auf jeden Fall für diese Strecke nochmal speziell Abwechslung. Wie gesagt, man darf nicht vergessen, es ist ein Add-on für ein DLC. Also wer dieses Add-on nutzen möchte, der braucht erstmal dieses DLC, diese Horse Show Curve. Die ebenfalls, die kostet glaube ich um die 30 Euro, diese Strecke, 25 bis 30 Euro, ist halt eine ursprüngliche TSW2-Strecke und dann das DLC, dass diese Erweiterung dafür kostet eben dann nochmal 11,99 Euro. Bringt auf jeden Fall auf dieser Strecke ein bisschen Abwechslung. Ich finde die Szenarien einfallsreich auf jeden Fall und 9 verschiedene Lackierungen. Wie gesagt, für Liebhaber dieser Güterzugstrecke, wer eben hier alles schon durchgespielt hat und so weiter, da kann ich das natürlich auch empfehlen. Für Fans von diesen amerikanischen Güterzugstrecken und die eben diese Lokomotiven in den entsprechenden Lackierungen mal sehen möchten, fahren möchten und da ihren Spaß dran haben. Wie gesagt, es spricht halt speziell Fans von solchen amerikanischen Strecken halt an, die das mögen, mit dem Güterzug mit solchen Güterzügen zu fahren und mal eine andere Lackierung sehen möchten, also außer nur diese eine. Da kann man sich das schon durchaus meiner Meinung nach holen. Aber wie gesagt, spricht halt nicht so, meiner Meinung nach, nicht so die breite Masse an. Ja, und damit sind wir für heute fertig. Wenn ihr noch eines der Szenarien sehen möchtet, dann schreibt es in die Kommentare. Oder allgemein, habt ihr Lust, dass ihr mehr so Güterzugfahrten sehen möchtet? Da gibt es ja einige Strecken. Wie gesagt, die Güterzugstrecken, die haben alle eines gemeinsam. Die führen wirklich durch atemberaubende Landschaften. Entweder durch die Wüste oder eben hier jetzt in Pennsylvania über Gebirgspässe und so weiter. Das hat eben auch seinen Reiz, sich das mal anzuschauen, wenn ihr da Lust drauf habt, unbedingt in die Kommentare damit. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Das DLC, wie gesagt, ist erhältlich. Beide DLCs sind für alle Plattformen erhältlich, wo auch TSW 3 gespielt werden kann. Wie gesagt, die Strecke kostet um die 30 Euro. Die Erweiterung dazu kostet 12 Euro. Und das Ganze kann man sich in den jeweiligen Stores organisieren. So, ich danke euch bis dahin fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr dann im nächsten Video wieder dabei seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix, der Weise.